Ihr Unternehmen hat einen finanziellen Engpass oder steht sogar kurz vor der Insolvenz. Jetzt fragen Sie sicherlich, was mit Ihrem Geschäftswagen oder mit Ihrem Firmenwagen mit Privatnutzung passieren soll. Ein Auto brauchen Sie schließlich. Das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Heute reden wir über eine Rechtslage, genauer gesagt über einen Gegenstand, der Ihnen emotional nahesteht und für uns alle ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist. Jeder Schuldner ist sich bewusst, dass er Einschränkungen und Veränderungen in Kauf nehmen muss, um schuldenfrei zu werden. Doch sind wir mal ehrlich, auf unser Auto verzichten wollen wir alle nicht. Hatten Sie schon mal die Angst, dass Ihnen Ihr Automobil einfach weggenommen wird? Ich informiere Sie hier in diesem Video, welches Schicksal Ihrem Kraftfahrzeug in der Insolvenz droht. Dazu müssen Sie zunächst wissen, was in der Insolvenz mit Ihrem Vermögen passiert. Der Insolvenzverwalter ist ein vom Insolvenzgericht bestellter Anwalt mit der Aufgabe, Ihr Vermögen zu verwalten. Er hat während Ihres Insolvenzverfahrens in erster Linie die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Gläubiger befriedigen und dass Sie kein Vermögen zur Seite schaffen. Die Gläubiger werden mit Ihrem Vermögen befriedigt. Doch die Gläubiger dürfen nur mit dem pfändbaren Vermögen von Ihnen befriedigt werden. An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, was denn genau pfändbar ist. Bei körperlich anfassbaren Gegenständen, zu dem auch Ihr Pkw gehört, das Sie zur Bewältigung Ihres Alltags einsetzen, müssen Sie damit rechnen, dass es vom Insolvenzverwalter gepfändet wird. Doch keine Sorge, ich kann Sie entwarnen, es gibt Ausnahmen. Wenn Sie Ihr Kraftfahrzeug für Ihren Arbeitsweg benötigen, sieht die Lage schon ganz anders aus. Denn wenn Ihr Einkommen zum Beispiel durch einen Jobverlust gefährdet ist, wird damit zugleich die Befriedigungsquote der Gläubiger gefährdet. Das ist nicht das Ziel des Insolvenzverfahrens. Dieselbe Ausnahme greift, wenn Ihr Ehepartner für die Kinder oder eine von Ihnen unterhaltsberechtigte Person auf den Familienwagen für Ihren Arbeitsweg angewiesen ist. Diese Ausnahme gilt für den Fall, wenn Sie eine besonders weite Arbeitsstrecke zurücklegen müssen, wenn Sie jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 2 oder mehr Stunden unterwegs wären, steht Ihnen ein Fahrzeug zu. Oder wenn Sie eine körperliche Behinderung oder insbesondere eine Gehbehinderung haben, kann der Insolvenzverwalter nicht auf Ihr Auto zugreifen. In diesem Fall sind Ihre Belange trotz des grundsätzlich pfändbaren Gegenstands gewichtiger als das Befriedigungsinteresse Ihrer Gläubiger. Ein anderer Weg, wie Sie Ihr Fahrzeug behalten können, ist der, dass Sie den Pkw aus der Insolvenzmasse vom Insolvenzverwalter abkaufen. Das ist allerdings nur der Fall, wenn der Verkehrswert Ihres Fahrzeugs mit 1.500 Euro und mehr geschätzt wird. Bei dieser Möglichkeit liegt es in Ihrem Interesse, dem Insolvenzverwalter durch ein schriftliches Gutachten eines Autohändlers einen möglichst geringeren Wert des PKWs nachzuweisen. Ansonsten verbleibt dem Insolvenzverwalter das Recht, im Rahmen einer Austauschpfändung Ihnen ein Ersatzfahrzeug im Wert von ca. 1.500 Euro vor die Haustür zu stellen. Ein PKW kann auch nicht gepfändet werden, wenn Sie nicht dessen Eigentümer sind. Maßgeblich ist hier nicht, wer als Halter in den Fahrzeugpapieren steht, sondern wer den Kaufvertrag über das Auto abgeschlossen hat. Zur Gläubigerbefriedigung dürfen bei Ihnen nämlich nur Gegenstände gepfändet werden, die auch in Ihrem Eigentum stehen.
Für den optimalen Überblick blenden wir alle rettenden Ausnahmen zum Schluss noch einmal ein. Erstens, der PKW ist ein unabdingbarer Bestandteil Ihres Unternehmens. Zweitens, PKW freikaufen. Drittens, PKW ist ein fremdes Unternehmen. Ich kenne Ihre Situation als Unternehmer in der Insolvenz und weiß, dass Sie trotzdem ein Mensch sind, dem ein angemessener Standard zusteht. Ich helfe Ihnen bei dem Erhalt Ihrer Existenz. Schulden zu haben bedeutet für Sie nämlich gerade nicht, dass Sie Ihr ganzes Leben an den Nagel hängen müssen. Sie müssen sich in vielen Fällen nicht von Ihrem Auto trennen. Ich helfe Ihnen dabei. Abonnieren Sie jetzt meinen Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, sodass Sie keine neuen Tipps verpassen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn Sie es mir mit einem Daumen hoch zeigen. Haben Sie noch eine Frage, dann schreiben Sie mir unter diesem Video einen Kommentar. Falls Sie sich selbst in einer misslichen Lage befinden sollten, dann können Sie mich gerne für einen kostenlosen Erstcheck anrufen. Ich helfe Ihnen gerne. Sie werden wieder schwarze Zahlen schreiben. Die Telefonnummer finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Zitat von Henry Ford. Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Ersetzen Sie das Jahr durch die Zeit nach den Schulden und starten Sie richtig durch. Ich helfe Ihnen durch die schwere Zeit. Ihr Rüdiger Schmidt.